Was geht? Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Nehmt euch doch immer Stift und Papier raus oder Handy-Notiz, wie auch immer, und hört nicht einfach nur zu, sondern schreibt euch auch Sachen auf. Weil manchmal lasse ich vielleicht auch eine Sache aus, ihr habt Fragen, wie auch immer, die könnt ihr mir dann unten in die Kommentare schreiben und wir können uns ein bisschen austauschen. Aber wir haben bis jetzt den ersten Teil von Markus 13 gelesen und wir werden jetzt weiterlesen ab Vers 14. Und da heißt es: Es wird die Zeit kommen, da werdet ihr das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort entweiht, an dem Platz stehen sehen, an dem es nicht stehen darf. Wer dies liest, der horche auf. Dann müssen alle, die in Judäa leben, in die Berge fliehen. Wer draußen vor dem Haus ist, darf nicht ins Haus zurückgehen, um etwas mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, darf nicht mehr heimgehen und sei es nur, um einen Mantel zu holen. Am schlimmsten wird es für die schwangeren Frauen und stillenden Mütter sein. Und betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn das werden schrecklichere Tage sein, als es je gab, seit Gott die Welt erschuf. Und wie es sie danach auch nicht mehr geben wird. Hätte der Herr diese grauenvolle Zeit nicht verkürzt, dann würde die gesamte Menschheit zugrunde gehen. Doch um seiner Auserwählten willen hat er sie verkürzt. Und wenn jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Christus oder dort ist er, dann achtet nicht auf ihn. Denn mancher falscher Christus und falsche Propheten wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes in die Irre führen. Seht euch vor, ich habe euch gewarnt. Und eine Sache, die ich immer mache, ist zusammenfassen, was ist hier passiert. Jesus geht weiter und spricht weiter über die Sachen, die passieren werden. Also wir haben im letzten Kapitel, im letzten Teil haben wir gelesen, es wird Kriege geben, es wird Hungersnöte, Erdbeben geben, wir werden verfolgt, also verraten werden von der eigenen Familie, wir werden vor Gericht gezerrt, es werden falsche Christus geben, also die Leute, die sich selber für den Christus halten, kommen. Und das alles sind nur Anzeichen, bis Jesus wirklich wiederkommt, bis alles zerstört wird. Und jetzt geht er weiter und er sagt, ja, aber jetzt, das passiert auch noch. Das Götzenbild, das ist an dem Ort, an dem es gar nicht sein darf. Und das ist eine Prophezeiung aus Daniel, die Daniel gegeben hat. Da gehe ich nicht tiefer drauf ein, das wäre ein Thema für sich. Aber es wird etwas passieren, was die Juden ganz klar wussten, was es sein wird. Ich will da auch nicht spekulieren oder sowas, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber etwas, was ganz klar prophezeit wurde, wird passieren. Und dann, wie gesagt, müsst ihr fliehen. Und hier sagt sie, hey, alle, die da in Judäa sein werden, ihr müsst fliehen. Und ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass die Vorhersage, die Jesus hier trifft, so zum Teil für die heutige Zeit, also dass wir die übernehmen können, dass wir verfolgt werden und so weiter und so fort. Aber vieles wurde auch für die Menschen damals noch gelehrt. Und da heißt es ja auch ganz klar, dass, hey, Judäa, ihr müsst fliehen. Ihr dürft aber auch nicht mehr zurückgehen, um noch Sachen zu holen oder wie auch immer, sondern ihr müsst fliehen. So schnell wie möglich müsst ihr raus. Dreht euch nicht um, geht, lauft weg, so schnell ihr könnt. Und dann eine Sache, die dann noch reingeworfen wird, ja, aber für Frauen und Stillende wird es natürlich noch viel schwerer. Warum? Weil sie ja das Baby, sich um das Baby kümmern müssen, und wenn sie fliehen müssen, ist natürlich schlecht, wenn sie noch ein Kind dabei haben, schwanger sind oder genau, noch viel schlimmer ist es, wenn es Winter ist, weißt du, und alles in der Kälte passiert. Also schlimm wird es. Und er sagt auch, es werden so schreckliche Tage geben, so schrecklich, wie es sie noch nie gegeben hat. Also wissen wir, es wird eine grausame Zeit werden. Und wieder sagt er, viele falsche Propheten, viele falsche Christus, viele falsche Christusse, wenn man das so sagt, die vielleicht auch Wunder tun werden
und so weiter und so fort. Die versuchen, alle Christen, alle Nachfolger von Jesus zu verirren und beziehungsweise in die Irre zu führen. Und da müssen wir drauf aufpassen. Wir bleiben fest an der frohen Botschaft, an der biblischen Lehre. Und wir glauben nichts Neues. Wir glauben nur das, was wir schon immer gelehrt haben. Und eine Sache noch, die Jesus hier sagt, ist eine mega interessante. Und zwar sagt er, Gott hat diese grausame Zeit, die wir haben werden, verkürzt. Also um der Auserwählten willen. Also in anderen Worten, es gibt ja die Christen, wir sind alle auserwählt, alle die Jesus angenommen haben, die Gott nachfolgen, das sind die Auserwählten. Und würde Gott nicht diese Zeit, diese extreme, schlimme Zeit verkürzen, würde es niemand aushalten. Also er hat, letzte Woche habe ich gelesen, dass es darum geht, wer diese Zeit aushält, der wird wahrhaftig gerettet. Und Jesus sagt hier, ja, hätte ich diese Zeit, diese grausame Zeit nicht, hätte Gott nicht diese grausame Zeit verkürzt, würde sie niemand aushalten. Warum? Weil sie einfach zu krass ist und wir sie aus unserer Kraft auch gar nicht aushalten können. Es ist wie Jesus gefoltert wurde, so wir hätten sowas niemals ausgehalten. Aber, und wieder, Jesus hat uns gewarnt. Und deshalb, macht euch keine Sorgen, dass es kommen wird. Setzt euer Vertrauen auf Gott, alleine auf Gott, nicht auf, dass ihr selber irgendwas könnt, sondern alles, was wir können, können wir nur mit Gottes Hilfe. Und lasst euch nicht in die Irre führen und haltet durch bis zum Ende. Und das ist eine klare Warnung und klare Anweisung, die Jesus uns hier gibt. Lesen wir weiter. Vers 24. Wenn diese schrecklichen Tage endlich vorüber sind, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten, die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden alle den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und er wird seine Engel aussenden, um seine Auserwählten aus der ganzen Welt zu sammeln, von den äußersten Enden der Erde und des Himmels. Okay, ich denke, das reicht erstmal. Und zwar geht Jesus nochmal weiter und sagt, okay, jetzt ist die krasseste, schrecklichste Zeit, habt ihr jetzt durchgemacht, und danach geht die Welt unter. Danach wird die Sonne sich verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten, klar, wenn es keine Sonne gibt, gibt es auch keinen Mond, also wird der Mond noch nicht mehr leuchten. Die Sterne werden vom Himmel stürzen, und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten, also wahrscheinlich Gravitation und alles. Alles wird Chaos sein. Und erst dann werden wirklich alle erkennen, ach krass, Jesus ist der versprochene Retter, Gottes Sohn. Alle werden es erkennen. Aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dann wird Gott seine Engel aussenden, um uns, die Auserwählten, zu holen. Und dann ist Ende im Schacht, nee, Schicht im Schacht, sagt man. Und das ist das, was Jesus hier anspricht. Jesus wird wiederkommen, aber erst nach dieser grausamen Zeit. Das heißt, diese grausame Zeit müssen wir noch mitmachen, falls wir nicht vorher eh schon gestorben sind. Wie auch immer das aussehen wird, da ist wahrscheinlich auch noch viel, viel, viel mehr drin, als man sich einfach so vorstellen kann. Aber wir wissen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, es wird Anzeichen geben. Wir müssen uns keine Sorgen machen, aber wir sollen durchhalten. Und es wird nicht einfach, weil wenn es einfach gewesen wäre, dann hätte Gott gesagt, ja, okay, ich mache das so lang wie nötig. Aber nein, er hat sogar gesagt, nee, ich kürze das sogar, ich kürze diese schreckliche Zeit, denn ihr hättet das sonst nicht ausgehalten. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor dem Ende der Welt, weil erstens tröstet Gott uns, zweitens, wir wissen, was kommt, und drittens, wir wissen, dass wir gerettet sind. Also, macht euch keine Sorgen, haltet durch bis zum Ende. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, wenn ich irgendwas rausgelassen habe, oder wenn ihr so ein tiefes Verständnis über die Drangsal und sowas unten posten wollt, könnt ihr das gerne auch machen.
Ich lasse es ja hier immer sehr, sehr, sehr simpel. Aber ihr könnt gerne alles teilen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.